Hallöchen, ihr Banausen da draußen. Damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Parkitect. So, die letzte kleine Reihe ist ja jetzt 3 Monate her circa. Wir sind jetzt in der Alpha 4a und ich habe gedacht, wir gucken mal wieder rein. Nach 3 Monaten könnte man mal wieder reingucken, was so passiert ist, was Neues kam. Und ich lasse mich gerne überraschen. Und wir schauen uns das an. Safe Game geht natürlich leider nicht mehr. Oder ich hab's nicht mehr. Kann sein, weil ich habe ja einen neuen Rechner, dass ich vergessen habe, mir das Safe Game rüberzuziehen. Das könnte natürlich sein. Ich weiß es nicht. Ich würde es nicht ausschließen, dass ich das vergessen habe. Aber wir gucken mal wieder rein. In Parkitect natürlich und schauen wir mal, was so Neues gibt. Es gibt auf jeden Fall neue Fahrgeschäfte. 4D-Sim gibt es zum Beispiel, habe ich gesehen. Da Motion Simulator gibt es neu. Ich glaube, das war es schon, soweit aussieht. Achterbahn gibt es, glaube ich. Es gibt eine neue. Ich weiß nicht mehr, welche das war. War das die Vertical Drop? Oder das. Ne, der Spinning Coaster war es. Der war neu. Da muss ich aber mal schauen, ob ich da irgendwas noch finde zu. Auf jeden Fall, die Sachen sind schon mal neu. Personalraum ist immer noch dasselbe. Ich glaube, Geschäfte gibt es auch keine neuen soweit. Es gibt wohl ein paar neue Bäume. Soll wohl Palmen geben zum Beispiel. Tanne, toter Baum, immer noch dasselbe. Es soll Palmen geben, ich weiß noch nicht wo. Bäume. Da, Palmen, ja. Da, Palmen gibt es jetzt wohl auch. Tannen, ich weiß gar nicht, ob es vorher Tannen gab. Wege, klar, gibt es immer noch dasselbe. Es gibt jetzt hier wohl Terraforming. Das gab es vorher auch, aber ich glaube, das gab es nicht so. Natürlich die ganzen. Ja, Blaupausen gibt es immer noch. Das Workshop ist natürlich immer noch extremst gut dabei. Ja. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal wieder hier ein paar Wege. Wir bauen jetzt erstmal, wir machen direkt mal auf volle Geschwindigkeit, damit wir hier mal weiterkommen. Zufriedenheit. Es wurde wohl ein paar Bugfixes vorgenommen, ein paar Balancing-Verbesserungen und so weiter. Es gibt wohl einige Neuigkeiten. Also so wie ich mitgekriegt habe. Wir bauen doch immer das 4D-Cinema, warum nicht? Ich bin gespannt drauf. So, da haben wir den Eingang, da haben wir den Ausgang. Den Ausgang können wir auch hier, ne, andersrum. Oder? Ne, da ist der Ausgang, alles klar. Alles klärchen! So, ich würde sagen, wir nehmen uns mal hier einen Eingang und dann machen wir mal uff und dann gib ihn. 4D-Cinema. Obwohl ich mich frage, was 4D-Cinema ist, aber gut. 4D ist ja alles eigentlich. Diesmal werden wir nicht, definitiv nicht hingehen und mehrere Bereiche bauen. Ich gucke mir jetzt erstmal an, das kann sein, dass jetzt 2-3 Folgen gibt von dem neuen jetzt und dann war es das im Prinzip auch wieder. Ich würde natürlich gerne den Spinning Coaster bauen. Das Problem ist nur, für den gibt es hier keine vorgefertigte Bahn. Da muss ich dann nochmal gucken. Da ist der Vertical Drop Coaster. Der kostet 38.000 mal eben. Eine Wildwasserbahn, da gibt es auch mehrere jetzt hier. Verschiedene. Ja, eine wilde Maus. Oh. Wie gesagt, Selbstbauen hatte ich ja schon mal, habe ich ja schon mal erwähnt. Das ist für mich fast ein Unding, selbst zu bauen, weil ich das extremst schwierig finde. Gigaco ist, der ist auch neu, glaube ich. Gigaco ist da. Inverted Dark Ride. Ich weiß nicht, wie sie die Performance jetzt hingekriegt haben, wenn man eine Achterbahn hat. Denn wir hatten ja das Problem am Ende, dass da tatsächlich die Performance so extremst im Keller war, dass wir da nicht mehr spielen konnten. Ninja Run. Na, schauen wir mal.
Auf jeden Fall würde ich gerne die Zeit ein bisschen schneller machen. Volle Geschwindigkeit, das ist okay. Ich würde gerne Castle Shopping Park, überhaupt so ein Shopping-Ding haben. Da haben wir sowas. Outdoor mit... Oh, toll. Outdoor mit Shops. Die würde ich dann gerne hier so hinbauen. So, jetzt brauchen wir ein paar Personalräume. So, die bauen wir mal hier so hin. Ja, ich sehe wieder nichts. So, bauen wir mal erstmal so... Keine Ahnung, so vier Stück oder so. So, dann bauen wir Wege, nämlich Personalwege. Dahin einmal. Und dann hier hin. So, vielleicht auch da noch hin. So. Jetzt müssen wir ein bisschen Personal einstellen. Und zwar ein paar, was ist das? Hausmeister, machen wir mal 3. Träger machen wir mal 4 oder 6. Mechaniker machen wir mal 3. Sicherheitsdienst gibt es jetzt auch. Und 2 Entertainer, so, sollte erstmal reichen. Wir machen gerade natürlich Minus, das ist klar. Machen wir noch ein Wipeout hin. So. Mach schon mal auf. So, einen schönen Wipeout noch dahin. Dann bauen wir noch ein Enterprise. Passt hier eigentlich auch noch hin, aber... Achso, ich muss hier noch Dinger anschließen. Hier. So. So, haben wir noch was Kleines? So, so ein Freifallturm. Ach, warum nicht? Warte mal schön hoch, so. So, schön Eingang, Ausgang und dann gib ihn. Auf. So, ein paar Toiletten, würde ich sagen. Machen wir da mal ein paar Toiletten hin. Und dann bauen wir hier noch mal ein paar Toiletten hin. So. Normal so würde ich jetzt noch ein paar Mülleimer hinbauen. Die Frage ist... Trashbin. Ah, so was gibt es auch. Large. Ist auch neu. TVs. Bauen wir ein paar Mülleimer hier hin. So. Ein paar Bänke können wir auch noch hinbauen. Warum nicht? So. So. Ein paar Lampen. Warum nicht? So. Ist jetzt, ich sage ja, dekorieren werde ich hier jetzt nicht extrem, so wie bei dem ersten Mal, dass ich hier auch mehrere Bereiche habe. Das werde ich jetzt nicht tun. Das werde ich definitiv nicht tun, weil das bringt mir jetzt gerade gar nichts. Das sind Strukturen, alles klar. Felsen, Bäume. Ja, leider gibt es keine Springbrunnen. Das wäre cool. Egal. So, die Shops sind gerade voll. Bis oben hin. Wie gesagt, das wird jetzt mal so, ich sag mal so 2-3 Folgen wird es gehen und dann war es das im Prinzip wieder. So wird es wahrscheinlich laufen. So, bauen wir hier noch so ein Gravitron hin. Warum nicht? So. So, bitteschön und aufmachen und los geht's. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Geldautomat. Ich brauche einen Infokiosk noch. So. Und Regenschirme. Oh, geil. Regenschirme und
Souvenirs. So. Läuft. Gravitron ist auch dabei. Ich stell da mal auf, ich sag mal, $3 vielleicht. Oder 5. Machen wir mal $5, mal gucken, wie das aussieht. Wir brauchen nämlich ein bisschen Kohle gerade. So langsam. Riesenrad könnten wir uns noch hinstellen. Das stellen wir mal, obwohl, ne, das stellen wir doch so hin. Stellen wir hier den Eingang und hier den Ausgang. Und dann hier einen Weg weiterziehen. So. Und so. Und öffnen. Ist jetzt zwar nicht super geil gebaut, aber das ist mir egal. Kann man ihn noch schneller machen? Ich glaube nicht, ne? Schade. Wir brauchen nämlich viel mehr Geld. G-Lock, Schiffschaukel, Starshape. Die Spiralrutsche, die ging eigentlich auch immer gut. Das ist falsch rum gewesen. Eingang kommt dahin. Ausgang kommt hier hin. So. So, aufmachen. Los. So, und ich würde sagen, das nächste bauen wir dann hinten hin. Wipeout ist defekt. Das ist ärgerlich. So, dann bauen wir hier Enterprise hin. Warum nicht? So, damit die auch durch die Läden müssen. Natürlich. So, Enterprise läuft. Ich hoffe, die haben eine bessere Wegfindung jetzt reingebaut. Ich glaube aber, das sieht ziemlich gut aus eigentlich sogar. Eingang, Ausgang. So. Öffnen. So, G-Lock ist auch fertig. So. Warum laufen da, sind das jetzt mit, ne, sind Mitarbeiter, glaube ich, ne, die da rumlaufen. Ja, Mechaniker, sieht gut aus. So, 270 haben wir schon, jetzt gerade, die drin sind, Besucher. Ups. Läuft. Ich hoffe nur, wir kriegen mehr Geld jetzt langsam, insgesamt. Da, gut, da sind die Ausgaben jetzt gerade. Die Frage ist, Juni, wir haben jetzt Juni, ne? Ja. Na, mal gucken, ob wir Plus kriegen. Mal schauen. Wir wurden auf jeden Fall schon Regenschirme gekauft, das ist gut. Da steht's voll, lustigerweise. Cinema 4D ist auch voll. Aber da sieht man leider nicht viel. Ich glaube, das selber fahren, das ist auch noch nicht drin, oder? Folgen kann man. Inventar gibt's auch. Okay. Ah. Zufriedenheit, Erlebnisse. Da kann man jetzt gucken. Hat Freifallturm betreten, verlassen. Okay. Aber leider kann man noch nicht mitfahren, oder? Kann man das jetzt schon? Nee. Einstellung, gut, da kann man die Musik und so. Wartung. Oh, das ist auch nicht schlecht. Das ist, glaube ich, auch neu. Wie viele Runden? Gar nicht mal so übel. Enterprise war super. Man kann die Farbe jetzt ändern. Ja, die Spiralding, das geht ab wie Puma-Piste, ne? Also, ist ja der Shit. Der Shit. Kann ich mir irgendeine Bahn leisten? Ich glaube ja nicht, war 14.000, 10.000, doch, die kann ich mir leisten. Mr. Freeze zum Beispiel. Mr. Freeze könnte ich mir leisten. Sollen wir mal mit einer Bobbahn anfangen? Oder mit sowas hier? The Rock. The Rock ist, glaube ich, nicht so groß, oder? Ja, das sieht gut aus. Bauen wir The Rock. Bauen wir The Rock. Erstmal gedreht. Hier hin. Wäre ich fast für. Bauen wir The Rock mal dahin.
So. Der ist doof. Nochmal anders. Machen wir so. Ne. Mal. Nur so. So. Dann laufen sie so und dann ist gut. So, dann schauen wir mal. Die ist noch geschlossen. Jetzt machen wir sie auf. Und dann. Hallo, ich will wenigstens hier den alten Dollar nehmen. Hier ist so bescheuert. Andern die Buletten. Ich glaube, das hackt. Obwohl das so eine Mini-Achterbahn ist. Achterbahn ist Achterbahn. Ja, komm, machen wir 50. Sind wir mal nicht so. Da kannst du aber, glaube ich, oder kannst du da jetzt mitfahren? Nee, kannst du immer noch nicht. Ja, cool. Gehkräfte gibt es jetzt auch. Ah, da sieht man das auch rot. Ja, nicht schlecht. Mini-Achterbahnwagen, klar, wie viel Wagen, wie viel Züge, passt. Die ist groß genug für die. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die Mini-Achterbahn. Minus 3000 machen wir gerade, schlecht. Ja gut, die hat ja jetzt was gekostet, ne? Aber wir machen jetzt gerade plus, da, plus 1200. Das ist gut. Wir machen schon mal plus. Mit so einem kleinen bisschen da. Und dann schauen wir mal weiter. Und warum möchte einer meine Übertragung ansehen? Willst du verarschen? Gibt keine Übertragung. Doof oder was? Nein. Deaktivieren. Danke. Tschüss. So. Da ist wieder was. Da fehlt was, aber die Träger scheinen um einiges besser jetzt zu sein. Und es gibt jetzt auch Emotionen, so wie es aussieht. Die Frage wäre... Da hat einer... hingegöbelt, Piraten, gut, okay. Hier sollten wir uns mal vielleicht... Mülleimer hinstellen, eine Toilette wäre noch cool. Und vielleicht ein paar Bänke. Toilette direkt so am Ausgang von der Achterbahn oder sowas sind immer cool. Ein paar Bänke wären auch noch cool. Könnte man ja mal machen hier so. Schauen wir mal ein paar Bänke hier hin. So, bitteschön. Könnt ihr ein bisschen hinsetzen. So. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, wir sparen wieder ein bisschen Kohle. Und dann geht's weiter. Ich würde sagen, wir nehmen uns mal einfach mal den Twister zur Brust. So, Eingang. Bauen wir mal direkt dahin. Und dann mal auf. Und dann... Geronimo! So, Twister ist auch an. So, da könnt ihr schön alles hier... Vollpflanzen. So, wir brauchen noch mal paar Palmen nehmen. Ja, Palmen! Party, Palmen, Weiber und Bier, wer es kennt. Schönes Karnevallied. So, noch eine paar Palmen hier, ein paar Curve-Palmen, warum denn nicht? Ja, hier, bitteschön, ein paar Palmen hier. Ja, es geht noch ein paar Tannen. Zwischen Palmen macht sich das immer gut. Ein paar Bäume müssen sein. So, reicht. Reicht an Bäumen. An Deko.
So, gut, dann würde ich sagen, wird das jetzt erstmal für die erste Folge sein. Wie gesagt, 2-3 Folgen wird es geben. Jetzt erwartet jetzt wieder nicht zu viel, aber ich denke mal, so 3 Folgen sind, glaube ich, okay erstmal. Und wie immer würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal. Zu einer Runde Parkitekt. Tschüssingen.